Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine bezaubernde gute Nacht. Heute mal ein Video zum Thema 5 Dinge, die ich an dem Moped hier ganz toll finde. Ja, es ist Winterzeit, wie wir sehen. Und ja, da macht man solche langweiligen 5 Dinge Videos. Mir sind keine 10 eingefallen. Ja, fangen wir erstmal im Stand an. Ein Ding, was mir an diesem Motorrad gegenüber, muss man sagen, der Triumph Speed Triple positiv aufgefallen ist, ist die Gepäckfreundlichkeit. Ja, die Triumph Speed Triple hat ja so seitliche Auspufftöpfe direkt neben der Sitzbank. Und da war das ein bisschen blöd mit irgendwie Gepäck transportieren. Hier konnte ich ja jetzt diese sogenannten Satteltaschen, die man einfach so drüber schmeißt und dann irgendwie festbindet, montieren. Das war bei der Triumph nicht möglich, weil da hätte es sonst gebrutzelt. Ja, und irgendwelche Gepäckträger wollte ich dann auch nicht montieren, weil dann hast du diese hässlichen Geweihe da immer das ganze Jahr dran und naja, da kannst du dann gleich eine Reise-Enduro kaufen. Deswegen ist das ein Punkt, muss ich sagen, das Motorrad ist gepäckmäßig sehr schön. Vor allen Dingen mit dieser auch nur kleinen Sissi-Bar konnte ich sehr praktisch neben den Gepäcktaschen, die eigentlich nur mit Gerümpel voll waren, dass ich dann am Schluss irgendwie zu 50% gar nicht benutzt habe, konnte ich dann hier oben drauf nochmal den Schlafsack, die Isomatte und das Zelt drauf packen. Das hat so von der Höhe her gerade gut gepasst. Von dem her, ja, Sissi-Bar und seitliche Taschen in Kombination mit einem tieferen Auspuff, der kein seitlichen Bereich belegt, ist das Motorrad gepäckmäßig ganz praktisch. Ja, natürlich könnte man dann noch irgendwelche Seitentaschen dran machen oder irgendwelche Lenkerdinger oder Tankrucksack. Ist alles noch offen. Aber naja, es hat mir vom Gepäck her gereicht und von dem her ist das, was ich mit dem Motorrad machen will und machen wollte und gemacht habe, gepäckmäßig eigentlich ganz gut gelaufen. Punkt 2 ist das Tolle an diesem Motorrad, ist der Wendekreis. Wenn ich jetzt einfach mal eine Wende mache, mit vollem Lenkeinschlag, im Schritt, Tempo, ja, kann man sagen, das geht noch enger. Ja, also so ein Wendekreis hätte ich mit der Triumph Speed Triple nicht hingekriegt, nicht mit meinen Skills. Da muss man sagen, da gucke ich jetzt noch mal nach hinten. Auf der Fläche da wenden mit der Triumph, also hier einmal anfangen, rumdrehen, da am Bordstein schon irgendwas mitnehmen, naja, dann da rum und dann verzweifelt aufgeben. Also von dem her muss ich sagen, ja, ist diese Harley Softail Standard. Ja, vom Lenkwinkel her, Lenkeinschlagswinkel oder Wendekreis, sehr gut. Und was natürlich auch vielleicht damit reinspielt, ist der tiefe Schwerpunkt. Wie ich ja schon vielleicht, habe ich das Video auch nicht veröffentlicht, über die Panamerika geschumpft habe. Da ist mir jetzt dann im Nachhinein aufgefallen, die Panamerika, aufstehen, die Panamerika, da sitzt man ja ungefähr so viel höher, gefühlt ungefähr da. Also da hast du natürlich auch Motor, Getriebe und alles ist hier viel tiefer. Das macht natürlich das Handling auch deutlich leichter. Oder naja, sagen wir mal so, es macht so lange leichter, bis es kippt. Wenn es dann kippt, dann kippt's. Also das ist dann natürlich so ein Ding. Aber das ist ja insofern dann nicht so schlimm, weil du halt hier mit dem Modell, mit dem relativ niedrigen Sitz, auch einen sicheren Stand hast. Also da kannst du dann auch mal was abfangen. Wenn du jetzt so eine Fußspitzen-Enduro hast, oh, ich stehe im Weg. Wenn du jetzt so eine Fußspitzen-Enduro hast, wenn du jetzt, auf der anderen Seite geht's weiter, wenn du jetzt so eine Fußspitzen-Enduro hast, wo du nur mit der Spitze stehen kannst, kannst du halt jetzt erst mit der Beinkraft dagegen halten, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und dann kannst du auch gleich liegen lassen. Dann brauchst du natürlich geländetaugliche Umsturzbügel. Ja, aber will man das? Hm, anscheinend schon. Fahrenderweise sind wir jetzt beim nächsten Punkt und da kommen wir an der richtigen Stelle vorbei. Super, 1,90 Euro. Merkt euch das, wenn ihr das Video irgendwann mal wieder anschaut, werdet ihr denken, oh, damals 1,90 und wir dachten, es wäre teuer. Ja,
Ist leider so. Ich kenne auch die Zeit, da dachten wir, 1,63 ist teuer. Ja, das war noch D-Mark, Leute. Das war so mit meinem ersten Auto. Da dachte ich auch, boah, 1,63 Euro. Ich bin hier irgendwo in Xanten und das ist so teuer. Wenn ich jetzt zurückdenke, 1,63 D-Mark. Das war ein Schnäppchen, hätte ich da mal mehr gefahren. Ja, also Leute, 1,90 Euro, merkt euch das. Das ist ein toller Preis. Heute, mal sehen. Ja, 1,90 Euro ist auch so ein Punkt. An diesem Fahrzeug muss ich sagen, der Verbrauch ist echt toll. Ja, Verbrauch so je nachdem, wo du natürlich fährst. Klar, das ist immer der Dinger. Also mit 4,7 Liter, sag ich mal, oder 5 Liter so, kommt man hier 100 Kilometer weit. Und da muss ich sagen, ja, das ist für mich, finde ich das in Ordnung. Übrigens, falls es nicht wisst, da links gibt es eine schöne Strecke hinauf, bergauf. Für alle, die es sportlich mögen. Ja, also das Fahrzeug ist verbrauchsmäßig eigentlich, ja, soweit ganz nett, muss ich sagen. Habe ich jetzt nichts zu meckern. Das wäre dann also schon mal ein weiterer Programmpunkt, den ich hier positiv hervorheben möchte. Ja, über den vierten Punkt habe ich ja eigentlich schon mal ein Video gemacht. Und das ist die Ergonomie. Ja, die Ergonomie an diesem Fahrzeug ist ja ziemlich vorzüglich. Es ist natürlich auch eine Gewöhnungssache hier mit diesem hohen Lenker. Der hohe Lenker, ja, der ist am Anfang vielleicht etwas, eigentümlich. Ja, das ist also, wenn du probefahrtsmäßig von einem normalen Motorrad hier auf so ein Mini-Ape umsteigst, denkst du, Alter, wie kann man mit sowas fahren? Ja, ist immer so. Klar, muss ich dran gewöhnen. Aber da muss ich sagen, das Motorrad händelt sich relativ leicht, dadurch, dass der Schwerpunkt niedrig ist und der Wendekreis günstig. Und da ist das mit dem Elbhänger eigentlich auch in der Innenstadt gar nicht so ein Problem. Also damit habe ich es auch schon geschafft, im Stau irgendwelche Motorroller zu veräppeln. Ja, so, Kuckuck, ich bin in deinem Rückspiegel, Kuckuck, ich bin immer noch in deinem Rückspiegel, und der mit seinem 50er fährt sonst irgendwo durch die Gegend und du denkst dir, Alter, was ist mit dem los? Und was macht der für einen Aufwand, um einen abzuschütteln? Ja, geht so. Ja, aber ich schwuff gerade eben an dieser Kurve ab. Und ja, was wollte ich sagen? Ergonomie, genau. Die Ergonomie. Also vom Lenker her kommt man durchaus mit klar. Leise machen für den Radfahrer. Von den Fußrasten muss ich sagen, ja, die Fußrasten sind hier ja im Originalzustand mittige Fußrasten. Und ich sag euch, nee, das ist ja Katastrophe. Und ich habe auch den Fat-Bob-Sitz drauf. Der ist, glaube ich, ein bisschen höher als wie der originale Softail-Standard-Sitz. Und da muss ich sagen, ja, mit erhöhter Sitzposition und vorverlegten Fußrasten ist es hier von der Ergonomie her fahrbar. Also ganz original lassen hätte ich das hier mit den Fußrasten in der Mitte nicht können. Also da hätte ich das Moped, also wenn die Auflage gewesen wäre oder wenn die Situation die gewesen wäre, dass es keine vorverlegten Fußrasten für dieses Motorrad gibt, ich glaube, ich hätte das echt bald verkauft. Oder halt irgend so einen riesenhohen Sitz drauf gebastelt. Weil, also nee, Katastrophe. Also ich bin auch neulich mal die Panamerika gefahren. Wunderbares Negativbeispiel ist dieses Motorrad für mich. Also da hast du ja eigentlich eine relativ normale Sitzposition, also im Vergleich zu anderen Motorrädern. Aber da muss ich sagen, echt, also Fußrasten hinten, nee, will ich gar nicht mehr. Ich meine, im Auto sitzt man ja auch so mit Füßen nach vorne, am Schreibtisch sitzt man auch mit Füßen nach vorne, vorm Fernseher sitzt man auch mit Füßen nach vorne, also am seltensten sitzt man irgendwie mit den Füßen direkt unterm Gesäß. Ja, noch nicht mal auf dem Klo, ja. Also ja, das ist halt schon irgendwie so ein Ding, ja, Fußrasten gehören nach vorne, genauso wie Kranplätze verdichtet gehören. Punkt Nummer 5, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Punkt Nummer 5 hat auch was mit Fahren zu tun oder auch mit dem danach. Punkt Nummer 5 ist eigentlich so der beste Punkt an diesem Fahrzeug. Ja. Nein, das ist nicht der Sound. Der kann auch manchmal auf den Keks gehen. Ja, gebe ich zu. Sag ich auch ganz einfach so. Nein, der Punkt 5, das ist lustigerweise das, was man hier gar nicht beachten muss. Naja, also fast. Also im Vergleich zum Motorrad mit Kette ist das hier vernachlässigbar, was die Beobachtung anbelangt. Und der Zahnriemen ist gemeint. Ja, was für ein schweres Rätsel. Der Zahnriemen, das ist so eine tolle Sache. Du musst hier nicht irgendwie ständig das Ding putzen oder schmieren oder sonst irgendwas. Das ist einfach genius hier. Ah, wollte ich anhalten? Noch nur doch nicht. Die Sache mit dem Zahnriemen ist halt einfach genial. Klar musst du natürlich gucken, dass da keine Steinchen oder sonst irgendwas drin sind, aber ich meine, Steinchen in der Kette sind auch scheiße. Und Steinchen im Kardan sind ein Grund, gerade abgeflogen zu sein. Also von dem her. Ja. Ja, und hier haben wir das gute Stück, der Zahnriemen. Hier sieht man vielleicht noch ein bisschen was vom Zahnriemen. Den fühlt man hier auch drunter, ja, ja, ja. Und da ist dann, also unten ist er, glaube ich, ich weiß nicht, kann man sehen, hier oben ist halt von oben geschützt. Von unten ist offen, so dass halt der Dreck irgendwie, ja, runterfallen kann. So ist das, glaube ich, hier gedacht. Ja, also der Zahnriemen, ja, der verschwindet irgendwo da vorne. Geht da drum rum und so, ja. Was halt ein bisschen, wenn ich das jetzt richtig sehe, ein Scheiß ist, das ist, wenn man den Riemen nach irgendwas tausenden Kilometern wechseln muss, weil man nicht mehr nachspannen kann, da muss man, wenn ich das richtig sehe, hier die Schwinge ausbauen. Ja, wobei, das Einfachste wäre wahrscheinlich oben die Schwinge am Stoßdämpfer abmontieren, runterklappen und das dann irgendwie auswählen, wenn ich mich jetzt hier jetzt nicht geistig völlig falsch abgebogen äußere. Ja, also von dem her, eigentlich, ja gut, es gibt Leute, die sind, was weiß ich, statt 40.000, 80.000 Kilometer mit den Riemen gefahren. Ja, mal gucken, wie lange das bei mir hält. Ja, also so im Ganzen mit Gepäck, Ergonomie, Verbrauch, Lenkbarkeit und Riemen ist es eigentlich ein gutes Fahrzeug als Fahrzeug an sich, muss man sagen. Ja, hutzig. Aber da sind wir eigentlich auch schon wieder bei Punkt Nummer 6. Huch, wie ging das? Bei Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 6 ist der Bonuspunkt. Klar, es ist natürlich auch noch so ein Ding. Oh, guck mal, Wendekreis. Wendekreis, ja, also es ist jetzt von da drüben bis hier rüber gewendet. Ihr seht so ungefähr so die Breite wie da vorne. Ja, mit der Triumph hätte ich das nicht hingekriegt. Selbst bei dem Tempo nicht. Und auch nicht mit Füßen auf dem Boden. Ja, der Bonuspunkt. Das ist ganz einfach. Die unzählige Anzahl an Zubehör, die es für dieses Fahrzeug und für diese Marke, dieses ganze Gedöns, was es da gibt, faszinierend. Da muss man sagen, ja, da gibt es klar auch entsprechend andere Marken, aber es gibt natürlich halt so bei den japanischen Modellen, kann man sagen, da gibt es halt so eher so, sag ich mal, allgemeines Zubehör. Und bei BMW gibt es halt spezifisches Zubehör. Und bei Harley ist dann halt auch Harley-typisches oder Harley-spezifisches Zubehör. Da muss man halt sagen, ja, es gibt halt echt nur so
kann man sagen, BMW und Harley, für die es extra Zubehör am Markt gibt. Bei irgendwelchen anderen, ja, da gibt es auch, ja, klar, das lässt sich der Markt nicht entgehen. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel die Triumph nehme, bei der Triumph wollte ich einen Carbon-Motorspoiler unten dran machen. Ja, da gibt es ja diese Firma Meier oder Berger, Müller, Meier. Jedenfalls, da guckte ich auf der Seite und dachte mir, geil, die haben diesen Bugspoiler in groß, der sieht so geil aus. Ja, dann habe ich mal genau hingeguckt, ja Moment, haben die da jetzt das Foto vergessen neu zu machen oder was? Weil nämlich bei der Triumph Speed Triple, da ist der Kühlwasserschlauch auf der linken Seite, war das glaube ich, auf der linken Seite anders geformt wie beim Vorgängermodell von der, die ich hatte. Und dann dachte ich mir auch, ja nee, dann passt er ja gar nicht. Dann habe ich den auch gar nicht bestellt. Ja, da kann man sagen, vielleicht haben die Homepage nicht gepflegt, das ist selber schuld. Aber ja, das ist dann auch so ein Ding. Die Triumph hatte, was hatten die als extra daran? Den Kennzeichenträger, die Fersenschutzdinger. Und sonst vielleicht noch irgendwelche pillepalle Sachen. Ja, den Kettenöler, genau. Ja, Kettenöler brauche ich ja gar nicht. Ja, also von dem her muss ich sagen, das Zubehör ist hier quasi ja auch schon, da bin ich ja noch nicht gefahren. Bestimmt total langweilig. Das Zubehör ist hier auch so ein Argument. Da kannst du sagen, ja cool, ich möchte mein Motorrad individuell gestalten. Wenn ich mir schon kein Full Custom Bike kaufen kann, dann kaufe ich mir zumindest ein völlig zugepflastertes und unkenntlich gemachtes Motorrad. Ja, so wie ich zum Beispiel. Also das war auch lustig, das kann ich noch erzählen, von wegen Zubehör. Als dieses Motorrad hier beim Harley-Händler auf der Bühne stand, wegen dem Umschmiss, da hat der Werkstattmeister, und die stand so auf der Bühne, so thronend, hochthronend vor dem Fenster des Werkstattmeisters, und ja, so, ja, er guckt so raus und so, ja, was haben wir da, eine, ich wollte schon gerade sagen, eine Triumph. Was haben wir da? Eine Softail, kurzes Gedankenlaufwerk anschalten. Ah, Standard, oder? Ja, also das durch den Streetbob-Tank und den Fatbob-Fender war das dann nicht mehr so ganz eindeutig. Ja, also da musste man dann schon überlegen, was hat er zuerst getauscht? Die Chrom-Sachen oder den Tank? Ah ja, klar. Wer ist so wahnsinnig und baut eine Streetbob auf komplett Chrom um? Ja, macht kaum einer, würde ich mal sagen. Ja, ich wollte sie in Chrom zwingen. Ist das ja der Standard geworden. Und da muss ich sagen, ja, das Motorrad sorgt selbst bei Fachleuten für leichte Verwirrung. Ich könnte ja jetzt natürlich auch noch irgendwelche Lowrider-Felgen dran machen, dass ich hier schlauchlose Reifen habe. Könnte ich auch noch machen. Um die Verwirrung perfekt zu machen. Ja, also so im Großen und Ganzen ist dieses Motorrad sehr schön umzubauen. Neben all den anderen 5 Punkten, die ich genannt habe, ist halt der Punkt 6 die Umbaufähigkeit dieses Fahrzeug an sich und dem, was es am Markt angeboten gibt, auch ganz toll, ja. Also so im Großen und Ganzen ist vom momentanen Standpunkt her aus das Motorrad mit seinen 5 plus 1 Punkten ein schönes Spielzeug. Also, wenn dir das Video gefallen hat und du vielleicht irgendwie andere 5 Punkte, die dir an deinem Harley-Fahrzeug gefallen, nennen kannst, schreib sie hier unter das Video in die Kommentare. Ansonsten lass einfach einen netten Kommentar da.
da, nicht da. Abonniere den Kanal, pack ihn in die Favoritenliste deines Internetbrowsers und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und damit, ach, das ist immer so schön, muss ich sagen, wenn man stundenlang hinter dem gleichen Auto herfährt. Dann merkt man dann im Schnitt, naja. Also, damit tschüss und auf Wiedersehen aus dem 30 km/h Bereich.